Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mori kocht. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich diesmal nicht allein. Ich habe mir Verstärkung geholt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon, unseren neuesten Praktikanten, den Sola. Ja, hi, ich bin Sola, ich bin neu bei Freaks for You und ich freue mich mega aufs Essen heute. Nur aufs Essen oder auch aufs Kochen? Auf beides natürlich. Ich bin ja auch ganz gerne am Kochen manchmal und ich denke, da kannst du mir echt das ein oder andere noch beibringen. Ja, ich hab's ja schon gesagt, es steht eine ganze Menge an, vor allem auch die BlizzCon, was ich im letzten Video schon erwähnt habe, mit Heroes of the Storm, wo ich den offiziellen deutschen Stream übernehmen werde. Los geht's am Samstag um 4 Uhr. 4 Uhr morgens und dann am Sonntag um 23 Uhr. Der ein oder andere kommt ja vielleicht gerade vom Feiern wieder. Entsprechend machen wir einfach gemeinsam durch. Warum das Turnier so früh beginnt, liegt einfach daran, dass es in Amerika stattfindet. Und aufgrund der Zeitverschiebung ist es bei uns dann einfach nicht ganz so optimal von der Uhrzeit. Das soll uns aber nicht stören. Sag mal, weißt du, wie meine Oma das immer gemacht hat? Na, sag an. Schneller. Danke. Natürlich steht auch eine Menge League of Legends auf dem Programm. Black Monster Cup und Expansion Tournament NA. Wer schafft den Sprung in die LCS? All das werde ich dann auch nächste Woche übertragen. Komm, lass das mal den Papa machen. Ja, Meister. Na, Mori, wenn du so gut im Last-Sitten wärst, dann wäre Challenger ja gar kein Problem. Natürlich gibt es auch jede Menge StarCraft 2. Das Zotac Season Final steht vor der Tür. 3 Tage spannende StarCraft 2 Action hintereinander weg. Und als wäre das nicht genug, am Ende des Monats krönen wir das Ganze mit einem Lasertag-Turnier, welches ich live auf Twitch übertragen werde, live vor Ort sein werde. Und wie das wird, das verrate ich euch in der nächsten Ausgabe Mori kocht. So, ich würde sagen, ran an die Buletten. Hört sich gut an. Man sieht auf jeden Fall, dass du gern Ahri spielst. Warum? Na, mit den Bällen kannst du schon gut umgehen, die hat Ahri auch. So war das jetzt nicht gemeint, ich meinte den Orb, den sie schmeißt. Den Orb, ja, klar. Mann, Morian, was du wieder denkst. Ja, und es kommen noch ein paar mehr freuliche Informationen für euch. Und zwar werde ich jetzt die Butter schneiden. Und damit der guten Information nicht genug. Nein, ich habe gerade eben, während ich die Aufnahme mache, wurde ich angerufen. Und zwar, mein neues Internet kommt. Und das wird richtig fett, weil das bedeutet, ab sofort kann ich dann, wenn das Freitag alles schon eingerichtet ist, von zu Hause aus streamen, was bedeutet, ich kann noch viel mehr streamen und muss nicht immer dafür ins Studio kommen. Nein, zu Hause streamen ist schon was Feines, einfach weil man aufstehen kann morgens und direkt den Stream anschmeißen kann. Sola weiß, wovon ich spreche. Und wenn man einschläft, dann muss ich nicht auf die Pritsche, sondern... Okay, Mori. Dein Bällchen ist markiert. Ja, und es gibt auch ein Upgrade fürs Studio. Und zwar, ihr kennt ja diese karge, weiße Wand, die ich da habe. Die kriegt endlich Farbe. Was genau? Das bleibt so ein bisschen eine Überraschung. Das zeige ich euch dann. Innerhalb der nächsten 2 Wochen soll das auf jeden Fall realisiert werden. Ja, und bei all den guten Sachen gibt es eine Sache, die ist nicht ganz so erfreulich. Ich werde nach der BlizzCon 3 Tage ungefähr Heimaturlaub machen. Das an sich ist zwar sehr erfreulich, was aber momentan einfach ein bisschen nervt und das habe ich einfach selber gemerkt, ist die Deutsche Bahn. Beziehungsweise nicht die Deutsche Bahn, sondern die GDL. Genau in dem Zeitraum. Ich hatte das Ticket schon gebucht, ist jetzt hinfällig. Das heißt, ich habe beim Fernbus jetzt geguckt. Ich wollte eigentlich extra eher da sein, zum Brunchen quasi. Fällt jetzt aus, weil so früh fährt gar kein Fernbus. Eigentlich fahre ich sehr, sehr gerne mit dem Fernbus. Ticket kostet sonst 19 Euro. Du bist eine Stunde länger mit der Bahn unterwegs. Vergleich Bahn dazu 84 Euro eine Strecke. Und selbst mit Bahncard kommst du nicht auf diese 19 Euro ran. Und im Prinzip ist Busfahren sehr, sehr gut, weil du hast Strom, du hast WLAN. Und wenn du mit dem ADAC Postbus fährst, dann hast du sogar einen richtigen Tisch hinten. Also ich mache immer den Platz hinten links. Dann hast du einen fetten, fetten Tisch. Kannst du mit dem Laptop WLAN. Hast teilweise die Möglichkeit, sogar fast zu streamen. Auf jeden Fall sehr gutes Internet, Strom und einen Tisch. Eine Stunde länger, egal. Ich meine, zu Hause würdest du sowieso vorm PC hocken. So, und dann habe ich geguckt, Fernbus vorher, 19 Euro, kostet normalerweise Ticket. Eine halbe Stunde, nachdem der Streik bekannt gegeben wurde, 39 Euro. Und ich denke mir so, what the fuck? Und das ist so nervig, vor allem mit dem Bahnstreik, da kann auch der Sola ein Lied von singen. Oh ja, ich habe heute versucht, eigentlich zur Arbeit zu kommen, bin extra früh losgegangen. Musste trotzdem 2 Bahnen komplett aussetzen, weil sie einfach viel zu voll waren. Dadurch, dass eben jeder denkt, ja, ich bin schlau, ich fahre mit der U-Bahn, beziehungsweise nichts anderes übrig bleibt, war es einfach so voll. Ja, das war's dann wieder. Die Folge von Mori kocht. Das Rezept findet ihr wie beim letzten Mal in der Beschreibung. Und ihr könnt natürlich auch gerne Wünsche äußern, was ich denn das nächste Mal kochen soll. Diesmal ist ein bisschen hausmännischer geworden. Möhrengemüse, Frikadellen und, was man nicht ganz so gut gesehen hat, Süßkartoffelpüree. Aber schmecken wird's hoffentlich und ja... Was hast du da eigentlich gemacht?
Na, ich glaube, jeder, der eine Kindheit hat, kennt schön das Püree in Vulkanform angerichtet und die Soße ist Lava. Dann schmeckt es direkt besser. Guten Appetit.